Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Backpack Hero Stream. Ja, beim letzten Mal hatten wir Zetsche freigeschaltet und auch wieder so einige Sachen nach Hause gebracht. Wieder auch den Ice Cream Run versucht und auch daran wie immer kläglich gescheitert. Die Ice Cream, die kriege ich einfach nicht durch. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute eventuell mal was leisten. Eventuell. Was will ich überhaupt auf jeden Fall eigentlich bauen? Die Tempel, den Tempel müssen wir noch bauen, das magische Mieze. Den Juwelier. Bin mir nicht sicher, ob wir den schon gebastelt haben. Die Angelhütte hatten wir letztes Mal gebaut. Ich kann ja so drüber gucken. Wir haben die Bibliothek, wir haben den Tischler. Daran sehe ich ja, welche Gebäude ich noch brauche. Und die Angelhütte sehe ich. Und ein paar Sägewerke. Ja, Tempel. Den Pilz. Juwelier. Schmiede und Bank. Vor allem die Bank will ich auf jeden Fall haben, damit ich etwas habe, das auch Schätze herstellt. Dafür muss ich aber erstmal 200 Schätze nach Hause bringen. Und das gestaltet sich schwerer, als es ist. Ich werde mich wieder doof anstellen. So, und heute unternehmen wir weiterhin noch mit Purs. Mit Zetsche legen wir los, sobald ich mit Purs fertig bin, weil jeder von denen hat auch mal einen eigenen Storystrang. Mir kommt es so vor, als hätte ich die Melodie gerade doppelt auf den Ohr. Ich überlege gerade. Die Koralle könnten wir auch mal durchbringen. Ich mach mal die Sanduhr. So, alle Waffen erhalten Bonusschaden 150. Alle Waffen erhalten diesen Schreckeffekt. Ein Genutzer erhält minus einen Schaden permanent. Okay, die Waffen werden mit der Zeit schwächer. Warum kriege ich das in die Matte überhaupt mit, wenn ich sie gar nicht mitnehmen darf? Das ist sehr merkwürdig. Naja, rein in die Krypta. So, für die, die Backpack Hero nicht kennen, hier haben wir einen Rucksack. Das, was in dem Rucksack drin ist, das können wir nutzen. Wenn wir Level Ups machen, wird der Rucksack größer und ich drücke hier auf die Karte zum Bewegen. Und ich glaube, ich gehe links lang, weil das klingt besser. Das war nämlich ein zerbrechlicher Weg. Und ich muss immer gucken, dass ich so viel blocke, wie die Schaden machen. Das Gute ist, ich sehe immer, wie viel Schaden die machen. Ich hoffe, das gilt nur für diesen Kampf, dass sie den Schaden verlieren. Sonst habe ich sehr schnell ein Problem. Kann es sein, dass man... Alter, wie kacke ist denn die Sanduhr? Muss ich ja kratzen, um Schaden zu machen. Boah, ich brauche mehrere Waffen. Ein Umschlag. Ja, ist besser als das hier. Ist eine Notheilung. Den Schaden muss ich blocken. Das gilt wirklich für immer.
Oh, die Sandro ist ja richtig räudig. Warte, dann mache ich den Run aber nochmal von vorne eben kurz. Ich wusste halt nicht, ob das generell gilt oder nur für die eine Runde. Die Sandro ist ultra räudig. Okay, jetzt weiß ich ja, wie die Sandro funktioniert. Alter, die Sandro mag ich nicht. Ich glaube, einen sauren Trank muss ich sogar nach Hause bringen. Der Gegner bringt mehr XP. Ich gehe erstmal auf die vordere. Dann mache ich, glaube ich, mit Katzen jetzt mehr Schaden als mit dem Holzschwert. Ich nehme den Schaden. Wie gesagt, die Sandro mag ich nicht. Im Prinzip kann ich mein Holzschwert eigentlich schon wegschmeißen. Warte. Ja, das Holzschwert kann ich wegwerfen. Das wird keinen Damage mehr machen. Mit der Machete ist dasselbe. Alter, ich nutze den sauren Trank. Weg mit dir. Reorganisiere, weil ich will diese Machete haben. Und in der nächsten kratze ich ihn kaputt. Diese Machete kann ich gleich wegwerfen. Kann ich gebrauchen, tatsächlich. Ach komm, damit er weg ist. Ich muss eigentlich jede Waffe mitnehmen. Wie war denn dein Dachgewinn? Was haben wir hier denn schönes im Blutbogen? Kann ich nicht nutzen, da ich keine Pfeile habe. Den Flammenedelstein, den könnte ich richtig gut gerade gebrauchen. Der Beutel wäre auch noch in Ordnung. Ja. Was kriege ich? Die Purpurenenergie. Gut, ist besser als die Blubberblase, ne? Ein bisschen Heilung. Das Ding hat doch sofort keinen Damage mehr. Gut, wird aber momentan immer noch mehr machen als der Dolch. Das macht noch 10 und das macht nur noch 5. Wechsle ich das aus, dann kriegt das hier noch den Bonus und dann habe ich noch mal ein bisschen mehr. Das Ding ist aber auch schnell leer. Aber ist immer noch besser als das hier gerade. Wie gesagt, die Sandu mag ich nicht. Die ist so extrem räudig. Machete macht gleich eh keinen Damage mehr. Nutze ich die jetzt auf, dann kann ich die gleich wegwerfen.
kratzen. Das war verschwendet. Ich darf nicht angreifen, wenn die ein Schild haben. Ich verschwende nur meine Power. So, ein bisschen die Richtung hier ausbauen. Dann kann ich nämlich das Teil ganz hier hinten hinpacken. Dann direkt daneben darf ich was haben, aber da darf ich nichts haben. Die Sanduhr packe ich hier hin. Der Sackball macht keinen Schaden mehr. Haben wir zufällig einen Laden? Nein. Sackball macht keinen Damage mehr, dann nehme ich das Pickackball. Das nehme ich für Heilung mit. Schon mal für später. Für schlechte Zeiten. Die Machete, die kann ich ja auch gleich wegwerfen, ne? Alter, ich kann zwei Waffen wegwerfen. Tschüss und tschüss, die machen beide keinen Damage mehr. Also ich schmeiß jetzt zumindest die Helebarde weg. Das bringt mir nichts. Ja, komm, ich nehme den Damage. Der Penner will mit meinem Geld abhauen. Kratz. So, Essen genutzt. Kratz. Auch Waffen. Waffen, die auch mal Schaden machen. Kratz. Ich block genügend, ich mach die Honige weg. Ja, und damit ist das auch unnütz. Kann nichts anderes als kratzen machen. Also wenn ich die Sanduhr, die rote hier, jemals in einem normalen Run bekomme, ne? Ich schmeiß die instant weg. Die ist so fucking useless. Nochmal eine Helebarde. Machete weg. Damit zumindest einen Laden. Das mittlerweile unnütze Hackball konnte ich dadurch wegwerfen. Ja, das bringt mir auch so viel. So, der ist weg. Und ganz ehrlich, den kratze ich kaputt.
Einmal mit dem Knüppel drauf. Noch macht er gut Schaden. Noch. Na, ich hätte kratzen sollen. Ich nehme die Notfallheilung. Ich bete für den Typen. Eine gute Tat stärkt mich und gibt mir 5 Max HP. Das ist alles kontraproduktiv. Außer vielleicht das hier. Kann ich nicht gebrauchen. Ich könnte es allerhöchstens verkaufen. Das macht noch Schaden. Tatsächlich, die Elevade kann ich eigentlich instant verkaufen. Ich nutze die einmal und sie ist unnütz. Nehmen wir auch direkt mal ein paar der Schuhe. Den Rüstungstrank nehme ich mal mit und den Würfel. Ach, den Würfel kann ich mir nicht mal leisten. Gerade so. Hier in der Kiste noch irgendwas Schönes? Ja, noch ein weiterer Knüppel. Den Umschlag nehme ich auch. Und den Schuriken werfe ich einfach in der ersten Runde. Ich hoffe, ich muss nur eine Ebene machen. Weil wenn ich 2 Ebenen machen muss, dann wird es zum Kotzen. Solange ich die Knüppel habe, muss ich nicht blocken. Und noch macht er Damage. Noch. Kratz. Oh, zum Glück, ich muss nur eine Ebene schaffen. Noch einmal die Sanduhr ist echt schwer. Aber ich hab noch mal die Quest. Ich hab den Stundenzeiger dadurch bekommen. Und den Minutenzeiger. Ne, den Minutenzeiger geschaltet. Ja, kann ich ja ruhig einstecken. Geht er jetzt nach Hause? So, erstmal gucken. Forschung wird nicht gebraucht. Wird auch nicht gebraucht. Schuhwerk habe ich gerade ja gesehen. Ja, in der Taverne brauche ich das Safe. Ansonsten wäre ein generell ein Konsum-Item. Ja, hauptsächlich in der Taverne, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, das kann ich einmal abgeben. Da kann ich eine neue Quest freischalten. Hier kann ich was freischalten. Kräuter muss ich auf jeden Fall mal nach Hause bringen. So, ansonsten... Nichts, was ich irgendwo abgeben müsste, ne? Stimmt, irgendwo da oben konnte man. Hier bei der Bibliothek konnte man, glaube ich, die Sanduhr reinschmeißen. Nee. Irgendein Teil wie die Sanduhr. Ich weiß gerade nur nicht, welches.
Aber ich sollte doch jetzt eigentlich in der Lage sein. Die Kaserne habe ich schon. Oder? Kurz gucken. Bibliothek, Taverne, ja, Laden, Angelhütte, Fallmacher. Ne, eine Kaserne habe ich nicht. Dann noch gucken. Den Tempel könnte ich auch basteln. Und die Schmiede. Ich baue mal den Tempel. Ich muss den so basteln, dass ich auch dran komme. Dann kommt der Tempel mal hier unten hin. Gesegneter Streitkolben. Okay. Was bringt mir Segen genau genommen? Um Gottes Willen, ich muss halt Deutsche nach Hause bringen. Nahkampfwaffe und Waffe selten ist jetzt nicht so wirklich ein Problem. Atlas. Wahrscheinlich hier erlöst, oder? Nee. Ich suche Segen. Ich weiß nicht, was Segen bringt. Wahrscheinlich kriege ich es erst angezeigt, wenn ich das einmal gehabt habe. Ich habe echt keine Peilung, was ich mit Segen soll. Irgendwer wollte doch auch, dass ich den Tempel baue. Die da oben aber definitiv nicht. Naja, Zeit auf, für ein neues Leiden. Eigentlich müsste ich ja, wenn wirklich die Eiscreme einmal durchbringen. Da muss ich halt sogar zwei Runs schaffen. Also zwei Durchgänge. Das hier klingt nach einer sehr interessanten Quest. Die mache ich mal. Ich krieg 30 Gold direkt von Anfang an. Krypta. Also bei Nutzung mache ich einen Trank. Muss ich mit Tränken wirklich kämpfen? Ich sollte einmal umorganisieren, eventuell. Kratz. Organisieren mal kurz um. Oh, ein schaumiges Getränk. Ich könnte mich einmal absichtlich umbringen lassen, einfach nur damit das schaumige Getränk nach Hause geschickt wird. Einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, komm. Ich kann das ja direkt wiederholen. Dann weiß ich ja auch, wie ich es diesmal anordne. So, das schaumige Getränk nach Hause und noch einmal. Ich muss alles in die obere Leiste packen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Rhythmus, den ich da nutzen muss. Erst das eine Teil, das braucht zwei Geld auf und damit mache ich mir meine Waffe. Das ist ein sehr interessanter Spielverlauf. Sag bloß, ich kämpfe mit Bier. Na gut, das Positive ist, es verbraucht nichts, aber.
Da kann man doch auch schlecht kämpfen. Ja, komm, gib mir das schaumige Ding. Gris. Block ein bisschen. Ich kratze dich kaputt. Bin ich dich schon mal los. Es reicht, um dich kaputt zu kratzen. Ich kratze das Ding einfach kaputt. So, ich weiß ja, in die Richtung muss ich mir basteln, damit ich mehr Getränke machen kann. Oder ich nehme das hier. Die Blumen muss ich auch einmal nach Hause bringen. Ich muss halt auch mit dem Fass hier durch. Okay. Ist eigentlich ganz nice mit dem Angelhaken, den ich hier gerade habe. Abgesehen von dem Faktor, dass der bei mir durchgehend das erhöht. Das Ding nutze ich direkt. Nehme ich. Im Deutsch muss ich sowieso mitbringen. Ich will mich jetzt auch nicht so sehr auf die Tränke verlassen. Kratz. Kratz. Tot. Oh, die Machete wäre ganz nett. Aber ich nehme den Knüppel. Dann nehme ich, glaube ich, statt dem Regenerationstrank den Handschuh. Habe ich ein bisschen Rüstung. Gib mir mal eine Waffe und ich gebe dir so maximales Geld mit. Ist jetzt auch nichts Geiles drunter. Du hast aber nicht viel geschrieben. Hi, Dark. Oh, guck mal, da ist der Typ direkt wieder. Muss aber erstmal meine Tasche ein bisschen größer bekommen. Och, nö. Ich kann jetzt ja ruhig. Ich hab die Waffe richtig verstanden. 19? Achso, du wolltest mir mitteilen, wie viele Bits du gleich reinschmeißt. So, den weg.
Ich danke für die Bits auf jeden Fall. Ich krieg jetzt trotzdem Damage. Aua. Blümchen, ich muss dich nutzen. Das Gute ist, ich habe durchgehend Heilung dabei. In der Hinsicht finde ich das fast gut. Und der Angelhaken bringt mir Fische. Die ich auch instant nutzen kann. Das ist ekelhaft. Klopp. Was ist denn das da oben für den Ball? Das kenne ich gar nicht. Ich hätte hier aneinander tun müssen. Ich Vollidiot. Ich habe gerade meinen Level-Up nicht genutzt. Bin ich eigentlich komplett behindert? So, das Fass kann ich jetzt hier noch nichts tun. Zum Glück habe ich es noch nachträglich nutzen. Erstmal den Laden besuchen. Die Stiefel werden besser als die Kappe. Oh, das würde ich sehr gerne, aber ich habe das Geld nicht. Schwäche! Weg. Nadler. Eine seltene Waffe. Für jeden Artikel. Darf ich mir jetzt darunter vorstellen? Ah, für jedes Item, was da drunter ist, einer drauf. Warte mal, dann können wir das hier sogar nochmal ausbessern. Das Ding will ich auf jeden Fall behalten. Bekommen der eine Schaden, ist jetzt nicht so sonderlich wichtig. Die Hymne will ich auf jeden Fall mitnehmen. Den da muss ich besiegen zuerst. Der haut ab, wenn die anderen tot sind. Ja, dass der eine fliegt, kann ich eh nicht verhindern. Eigentlich müsste ich die zuerst ausschalten. Die halt ihre Kameraden. Ja, den Angelhaken kann ich ab dem Punkt nicht mehr nutzen. So, der Heiler stirbt. Das war wichtig. Tot. Wenn das Ding am Schaden verliert, es macht Gift ohne Ende.
Der Nadler ist richtig gut. Was ist das denn? Das hatte ich ja noch nie gesehen. Oh, das nimmt aber auch Plätze ein. Den Trank nehme ich noch. Ja, kann ich ruhig nutzen. Oder ich nehme den Ultra-Block mit. So, der stirbt am Gift. So, der stirbt eigentlich eher am Gift, ne? Eigentlich. Noch eine Hymne. Schmeiß den Trank hier weg. Ich muss noch eine Mahlzeit mitnehmen. Ist eigentlich nichts, was ich gerade. Na gut, der Nadler ist besser als der Angelhaken. Ich gebe dir den Angelhaken. Und dafür kriege ich einen Kaktus, danke. Okay. Du hast auf jeden Fall was richtig Geiles da gefunden. Eine Vampirklinge macht 2 Damage, aber ist vampirisch. Ja, ist besser als das andere Zeug, was ich hier habe. Die schwere Klinge ist kontraproduktiv. Beten. Ein Herzring. Die warmen Getränke kann ich mir auch so basteln. Nein. Unnütz. Das Zeug, was ich jetzt gerade habe, ist so ganz gut. Das Mistding da hat Wut. Meinst du, kann ich euch einmal nutzen? Dann hau ich die mit dem Knüppel ein paar Mal eins drüber. Dann gebe ich dir noch Gift. Tod! Tod dem Boss! Oh, das ist eigentlich richtig geil. Ein bescheidenes Opfer. Keine seltenen legendären Gegenstände mehr, aber dafür jeder Zug eine Energie mehr. Das ist sehr spezifisch. Da würde ich eher den Schilddämon sagen. Aber da muss ich was wegwerfen.
Der Handschuh ist mega common. Deswegen sage ich mal, Handschuh werfe ich weg. Nimm den Schilddämon mit. Geh jetzt hier hin. Ich gebe dir auf jeden Fall die Hymne mit. Die Mahlzeit gebe ich dir mit. Den Schild brauche ich noch. Und Rest kann ich eigentlich bei mir behalten. Ah, kann man nutzen. Wird ja zusätzlich noch genutzt. Kompositbogen kann ich allerhöchstens zum Verkaufen behalten. Gib mir mehr Max-HP bitte. Heilen kann ich mich sowieso ohne Ende. Ein bisschen Erfahrung. Ereignis. Das hätte ich mir aufheben sollen. Ja, toll. Fluch kriege ich hier instant. Okay. Ist aber alles nichts wert. Meine Tasche ist momentan voll. Das heißt, das bringt mir eh nichts. Den Kompositbogen kann ich eigentlich instant verkaufen. Der bringt mir echt einen Dreck. Den Bombenstein kann ich so oder so nicht verkaufen. Das bringt mir nur was, wenn viele Waffen angrenzen, der Schleifstein. Als wenn ich ihn jetzt dorthin packen würde, würde er mir tatsächlich was bringen, weil ich beide Waffen einmal boosten würde. So, wenn ich ein Schild verwende, dann werden alle Waffen drumherum genutzt, ne? Boah, das macht gut Damage. Ah, okay, das funktioniert aber auch nur einmal. Ja, richtig geil. Vor allen Dingen kann ich das nach der Deutschnutzung dann trotzdem nutzen? Nee, der wird dann einfach aufgebraucht. Dann weg mit dem Deutsch. Das nutze ich einfach. Ah, das funktioniert aber dann so, dass die Waffen dann auch deaktiviert sind. Ist er ruhig, beide Waffen boosten und dann Schild. Guck mal, ich krieg mein Deutsch instant zurück. Hymne von KT. Die Mahlzeit nehme ich mit, kann ich im nächsten Kampf nutzen. Wenn einer da wäre. Da ist einer. Es sind nur zwei, ne? Warum kann ich das gerade nicht nutzen? Ah, wenn ich Schaden nehme, dann sind die Dinger für eine Runde deaktiviert.
Einmal kurz Geld nutzen. Bis. Tschüss. Oh, ein Stein der Weisen. Das ist unpraktisch. Damit könnte ich mir ein Kraut erschaffen und das bräuchte ich eigentlich sogar. Ich könnte. Mal gucken, vielleicht haben wir was Schönes in den Kisten. Gut, dass ich den Schlüssel gerade mitgenommen habe. Der mir einen Dreck bringt. Ja, das würde ich gerne mitnehmen, aber das kann ich nicht. Teil 2 der tiefen Höhle. Ich krieg so viel, dass das mittlerweile das schon verdeckt. Tschüss. Einmal kann ich Schaden verhindern. Opfer ein bisschen Geld. Heile mich damit ein bisschen. In der Hinsicht ist das fast echt geil, dass ich mich damit hochheilen kann. Auch wenn es mich ein bisschen Geld kostet. Nee, nee, du holst keine Kameraden. Das weiter nach rechts. Gefrorener Hammer. Das ist eine Waffe? Ich kann den sogar mitnehmen. Na gut, wozu den Schuldigen mitnehmen, wenn ich auch genauso gut das Ding nutzen kann? Hausaufgaben. Da verstehe ich, dass es ein Fluchobjekt ist. Hausaufgaben sind ein Fluch. Da hat das Spiel vollkommen recht. So, erstmal das Ausweichen wegmachen. Was macht überhaupt nochmal Frost? Ah, der schon erleidet Schaden, wenn er angegriffen wird. Komm, bevor ich Damage bekomme. Zumindest viel Damage. Vorne Hammer macht zwar kaum Damage im Normal, ne? Aber der Frostschaden, der gleicht das aus. Unpraktisch. Den kann man wenigstens in der nächsten Schlacht direkt nutzen. Kiste.
Fluchkiste. Einen Schaden nehme ich. So, der ist weg. Jetzt gerade kann ich eh kaum Damage machen. Na, ich hätte noch den Speer nutzen können. Oh, der Minutenzeiger mal. Sehe ich zum ersten Mal in meinem Inventar. Tot. Ja, kann ich nutzen. Der da hinten hat Vorrang. Ich erhoffe mir ja gerade eigentlich das schaumige Ding. Tschüss. Und tot. Was Schönes im Shop irgendwie. Den Handschuh nehme ich mir. Kiste was Gutes zu bieten? Wüsste ich, wenn ich einen Schlüssel hätte. Knüppel brauche ich nicht. Komm jetzt eh zum Boss. Das würde ich gerne einmal nutzen. Ich habe keinen Platz dafür. Was haben wir hier noch Schönes? Danke dafür. Die Kiste kann ich nicht öffnen, auch zum Boss. Wieso darf ich das nicht nutzen? Ich krieg auf jeden Fall einmal Schaden. Wegen der dummen Maske kann ich da nicht angreifen.
das denn für die Klinge des Magiers? Ich booste den mal nicht, damit ich meine Waffen jetzt endlich mal nutzen kann, also mein Schild. So. Da kann ich nichts mitnehmen. Ganz ehrlich, das Zeug, was ich dabei habe, ist mehr wert als das hier. Und wieder zurück in Haversack Hill. Mal gucken. Das eine oder andere sollte ich definitiv in der Taverne geben können. Zum Beispiel das schaumige Ding hier. Jetzt habe ich einen Tee freigeschaltet. Ein Steak. Dafür bräuchte ich Kräuter. Was ich alles einmal abgeben müsste. So, wie sieht es mit den anderen Items aus? Bei der weiß ich, wo ich hin muss. Das ist ein Zubehör, das kann ich nur verkaufen. Ja, in der Kaserne kann ich auch noch die Waffen abgeben. Stimmt. Nee, warte, im Tempel. Nimm mal den Knüppel. So, mal gucken. Da brauche ich ein Buch. Ein Schild wird nirgendwo gesucht. Ein Helm auch nicht. Handschuh, wie sieht's da aus? Auch nicht. Nirgendwo wird was Legendäres gesucht. Ja, den Hauptteil davon kann ich verkaufen. Wo ich die legendäre Sache erstmal behalten wollen würde. Weil wenn das Teil mir nach was Legendärem fragt, dann habe ich wenigstens was. So, verkauft. Kann ich was bauen? Das Sägewerk könnte ich bauen, das magische Mützel. Dann hätte ich auch wieder einen weiteren Charakter. Die Schmiede kann ich bauen. Die Bank will ich ja eigentlich haben. Ich stelle mal ein paar von den Häusern hier rüber. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz auf der Seite. So, die Schmiede, die wird doch auch bestimmt das ein oder andere haben wollen. Ja, hier brauche ich jetzt wieder auch die Schuhwerke. Das Essen kannst du haben, davon habe ich eh wie Heu. Oh, die Schurkenmaske. Und der Spiegelschild, der klingt auch nice. Zufällig etwas, was nochmal höher geht als selten. 25 kannst du haben. Na komm, dann kriegst du jetzt meinen gefrorenen Hammer. Ich kann ja mal kurz in der
in Taverne gucken, was ich alles an Essen so abgeben kann. Das kann ich ruhig rübergeben. Davon habe ich so viel. Und vor allen Dingen wird das auch so stark hergestellt. Eigentlich könnte ich, glaube ich, sogar einen Bauernhof abreißen. So, bei Vivien kann ich die Forschungsdinger hier abgeben. Ach, die an Santo aus, oder? Nee. Santo will sie nicht. Aber die Hymnen will sie. Marie lebte zweimal. Als sie sah, wie ihr Imperium brannte, sie suchte Hilfe bei den alten Igeln. Sie zupfte an ihren Federkielen und stumpfte abwechselnd ihre Krallen ab. Und so kamen die Katzen in die Herde. Okay. Ja, ich habe noch mehr zum Lesen für dich. Schriftrolle von Oderia. In Oderias Reich, wo Kreaturen tanzen, hält Wunder und Gefahr gleichermaßen bereit. Jetzt herrscht Unordnung und Chaos ohne Ende. Ein Land, das einst auf Frieden erbaut wurde in alten Zeiten. Neues Kostüm für Satchel. Und diese Hymne habe ich noch. Kate, die Beschützerin. Inmitten des Hornsturms fand die Liebe einen Hasen. Die beschützte Verwandte, Liebe überall. Sei still, meine Lieben, oh weine nicht, denn ich werde dich sicher und trocken halten. Das ist so ein Kauderwelsch, teilweise. Hier kann ich auch noch ein bisschen was am Food abgeben. Wie gesagt, das wird so extrem hergestellt, das kann ich ruhig abgeben. So. Probieren wir nochmal die Eiscreme. Da schicke ich die Libelle auch mit nach Hause. Und der Citrin, der bringt mir hier in dem Falle hier gerade eigentlich überhaupt nichts. Obwohl doch, ich kann den so drehen, dass er mir den Schaden weitergibt. Da macht er in die Hellebarde generell 3 mehr. Ja, die Sachen können dann nach Hause. Dann gehe ich mal in den Sumpf. Mit dem Zeug, was wir jetzt gerade haben, könnten wir das eventuell mal endlich schaffen mit der Eiscreme. Na, ganz ehrlich, besser wird's nicht. Wir haben gerade richtig geiles Zeug. So sehr stört mich das Ding jetzt eigentlich nicht. Tschüss. Nee, kontraproduktiv. Warum ist da auf einmal eine Zahl an den Dingern? Ich war vorher nicht da. Tot. Instant. Den kann ich eigentlich ruhig mitnehmen. Das kann ich instant nutzen im nächsten Kampf. Obwohl der Handschuh, der ist mehr wert als der Fisch. Kriege ich nochmal mehr einen Def. Okay, was hast du denn Schönes? Die Maske.
Zackige Klinge, die nimmt vier Dinge ein. Wenn, hole ich mir den Lappen. Ich muss mich mit der Fliege zufrieden geben. Was macht die Fliege? Für irgendwas ist die. Aber ich weiß nicht für was. Also, hier bitte. Heckler, Gifford ist die Flytür merchant. Ach, die ist wahrscheinlich einfach nur sehr viel wert bei dem gewesen. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Noch mal so ein geiler Handschuh. Der Saphir, der bringt's kaum. Ich könnte mir noch so einen Handschuh gönnen. Nicht noch mal wesentlich mehr am Block. Ich würde gleich auch ein Level-Up machen, also es würde sich rentieren. Dann brauche ich mein Schild weniger. Hab keinen Schlüssel. Hab weiterhin keinen Schlüssel. Weiter. Alter, wie viele Kisten? Tschüss. Ich pack das mal so hin. Kann ich nämlich den hier oben hinpacken. Dann kann ich da den Herzstein hin tun. So, das kommt hier unten hin. Wenn ich noch einmal Schaden kriege, dann kann ich das Ding nutzen. Ich nehme extra den Schaden, dann kann ich nämlich den Umschlag nutzen. So. Alles vernichtet. Noch mal ein Citrin. Hätte gern einen Händler. Geschütztürme. Um welches Item zu bekommen? Ich sehe kein Item. Oh, der ist eigentlich richtig gut. Mann, ich will einen Shop. Nutze ich auch direkt. Könnt euch in eure Panzer zurückziehen. Ich mache euch trotzdem Damage. Ja,
ich hätte eigentlich lieber was zum Heilen gerne gehabt. Die Klinge des Magiers. Bringt mir nur was, wenn da Magie durchfließt. Auf gut Deutsch, sie bringt mir gerade einen Dreck. Das Kune kann ich mitnehmen. Hier, nimm. Das Ding kannst du auch ruhig haben. Das packe ich mir extra hier hin. So, dann nehme ich mir jetzt das hier. War da irgendein Highlight? Nee, nur etwas, womit ich HP verliere. Ich blocke genügend. Energiemünze. Ja, ist aber noch spezifischer als das da. Gut, wenn du es nicht kaufst, dann schmeiß ich es weg. Hier macht eh kaum Damage. Boah, ist das riesig. So, jetzt kann ich mir hier ja ein paar Plätze machen. Oh, die vampirische Axt. Die ist richtig geil. Die ist wesentlich besser als das Skimitar. Am liebsten hätte ich den Fisch. Weil den kann ich tatsächlich gebrauchen. Zähle ich weg mit der Kackmaske. Mal gucken, was die Kisten so im Angebot haben. Ich glaube, einen Schwächetrank muss ich tatsächlich mitbringen. Die Rose muss ich auch mitbringen, dafür schmeiße ich den hier dann mal weg. Eine magische Quelle. Tief zwischen einem Bündel Pilzen siehst du eine magische Quelle mit kühlem, fließendem Wasser. Über dem Wasser kreist ein feuchter Nebel und er gießt sich über der Hand, über den Rand. In der Ferne hörst du Frösche quaken. Nein singen. Ich heil mich. Das Wasser fühlt sich warm und entspannt auf deiner Haut an. Das Quaken wird lauter. Hinter einem Pilz nimmt dir ein Frosch zu. Deine Wunden sind geheilt. Da sagt man nicht nein. Das müsste ich eigentlich hier unten dran haben. Skimitar weg. Das Ding nehmen. Und dann wird das nochmal vom Plasmaschwert geboostet. Ich könnte es noch so machen. Den Lappen, den brauche ich jetzt nicht zu 100% weiter behalten. Den Fisch, den will ich eigentlich für den nächsten Kampf behalten.
Ansonsten könnte ich noch den Handschuh hier wegwerfen. Aber der gibt gerade so viel Rüstung. Der Knüppel ist halt das Einzige, was ich davon nicht brauche. Die fühlen sich alle wie im Fluch an. Ich meine, jetzt kommt auch der Boss. Den muss ich ja nur schaffen. Der Sprecher. Fügt allen Gegnern 10 Schaden zu. Ich nutze den. Das macht so immensen Schaden. So, den mache ich dann auch weg. Ja, dich machen wir jetzt fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben die Eiscreme durchgebracht. Ich will den Käse eigentlich mitnehmen. Nämlich lieber anstatt das Füllhorn. Ach, das braucht nur einen Platz. Irgendwas, das ich nicht mitnehmen will. Ich glaube, das eine Zitrin könnte ich wegwerfen. Weil ich weiß, dass ich für ein Rezept einen Mana-Stein brauche. Okay, hier will einer was. Der Kies bebt, wenn du gehst. Ich bin beeindruckt von dem, was du trägst. Wo hast du diesen Rucksack gefunden? Hab ihn im Dungeon gefunden. Ich habe Gerüchte über mächtige Relikte im Dungeon gehört. Nenn mich Felix. Bürgermeister Quilschwisch hat mich reingeholt. Wie die Kunst ist mein Spiel. Der Rucksack ist das Beste aus Technologie und Magie. Zu etwas Erstaunlichem geschmiedet. Ich werde ihn genau im Auge behalten. Ich habe Freunde im Dungeon. Sie würden dir gerne helfen, dein Item zu verbessern. Und könntest du zuerst eine Aufgabe für mich erledigen? Oh, dadurch kriege ich den goldenen Schleifstein, wenn ich seine Quest mache. Dann kann man einmal nicht seine Waffe um 25% boosten. So, jetzt muss ich gucken, wo überall hier das Zeug hin will. Auf jeden Fall hier bei der Bibliothek. Das kleine Eis. Weil dann kriege ich die richtige Eiscreme und die hat nicht diesen negativen Effekt. So, das kann ich nirgendwo abgeben. Nee, auch nirgendwo hin. In der Kaserne kann ich den Schild auf jeden Fall abgeben. Ich sollte mal eben kurz bei der Kaserne generell einmal hinrennen. Kann sein, dass ich da mehrere Sachen abgeben kann. Ja, Handschuh kann ich hier abgeben. Mit dem Schild. Hier will auch noch mal ein Handschuh hin. Darwin Handschuh hin, ich gucke sicherheitshalber vorher noch.
Der ist eigentlich irgendwo gut. Okay, es wird sonst nirgendwo ein Handschuh benötigt. Der Lamellenschild ist eigentlich ganz in Ordnung, weil er nicht viel Platz einnimmt, aber trotzdem gut Schild gibt. So, der Mana-Stein, der wollte oben hin. Die Dornenrose, die kommt bei der Taverne hin. Ich könnte auch die Hyazinthen damit machen. Das ist etwas, das sich stecken würde. Das wäre beim Magie-Run ganz in Ordnung gewesen. Na gut, bei der Taverne kann ich Sachen abgeben. Ja, den Schwächetrank hätte ich mitnehmen müssen. So, hier schon mal was freigeschaltet. Beim Gewächshaus gebe ich das dann ab. Da wollte der Mana-Stein nämlich hin. Irgendwie muss ich ja meine Deko kommen. Ich müsste mal ein Buch mitbringen. Die Deutschen, die würde ich ja zusammensammeln, wenn ich diese eine Quest mache, die ich jetzt gerade bekommen hatte. Hierfür müsste ich einen Bogenrun mal wieder machen. Boah, kriegen wir gut etwas zurück. Aber können wir, glaube ich, jetzt nochmal ein Gebäude bauen. Wir können endlich die Bank bauen, glaube ich. Ja, da kann ich nämlich auch Sachen verkaufen. Und eventuell ist da der Verkauf besser. Eventuell. Erstmal gucken. Dafür brauche ich eine 200 von diesen Schätzen. Die Kaserne habe ich, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Die Kaserne und die Bank könnte ich auf jeden Fall bauen. Der Juwelier, der ist scheiße teuer. Aber hier kann ich mir auf jeden Fall beides leisten. Ich kaufe mir einmal die Bank. Die kommt hier unten hin. Und die Kaserne. Die baue ich mal. Geht der Platz so langsam aus? Dahin. Dann kann ich wieder erstmal kein weiteres der Gebäude bauen. Außerdem das Haus. Aber das brauche ich nicht. Ich glaube, ich kann ein Haus sogar abreißen. Ich brauche ja maximal nur 50. Obwohl, alles, was ich abreißen müsste, habe ich schon. Ja, an Schätzen fehlt es trotzdem. Nahrung ist jetzt nun wirklich kein Problem. Baumaterialien kriege ich eigentlich auch wie Heu. Ja, wenn fehlt mir jetzt nur noch magisches Mützel und der Juwelier. Dafür brauche ich für beides irre viel an Schätzen. Aber soweit ich das sehe, kann ich ruhig nochmal eben kurz zum Gewächshaus gehen und sagen, nimm ruhig ein bisschen was von meinem Essen. Dasselbe kann ich bei Baumaterial sagen. Bei Essen kriege ich hinterhergeworfen.
So. Dann schmeiße ich hier noch das Baumaterial rein, macht das Gartenbeet. So. Wir haben ja noch die Kaserne gerade eben freigeschaltet. Ein paar Sekunden erinnere ich mich auch, wo ich sie hingesetzt habe. Und jetzt brauche ich wieder zig viele Waffen. Ein Glücksdolch. Okay. Der Kriegervogel, meine Quest für Satchel. Momentan lohnt sich Satchel halt nicht, weil wir keine Quest haben. Schwert des Echsenkönigs. Boah, das Ding war Angriff ohne Ende. Vor allen Dingen, das verringert auch noch die Energiekosten. Morgenstern. Ist ja, wenn man es hochrechnet, besser als der Knüppel. Der macht langsam und schwach. Ist richtig geil. Oh, um Gottes Willen brauche ich viele Knüppel. Das ist stark, wenn man sich selber vergiftet. Ja, hier schalte ich die ganzen Waffen halt frei. Die guten. Ah, guck mal, da brauche ich sogar den Flammenedelstein. Alter, kann ich hier viele Waffen machen? Ja genau, die Holzklinge, die will ich auch. Ich will, dass die auftaucht. Ja, ich nehme das Holzschwert mit, bring es nach Hause. Ich wäre dafür, dass wir noch ein paar Runs machen, weil wir kommen sonst echt nicht voran bei dem Spiel. Das meine ich jetzt generell. Ich habe da links gerade einen Bug. Am Tempel will man was. Habe ich da das nicht für Nahkampf abgegeben gehabt? Was soll der Dreck? So, wo ist die? Da. Hab was Neues für dich zum Lesen. Spiral. Ein Punkt umkreisen. Ständiges Schalten, Drehen und Drehen. Es heißt, es handele sich um unvorstellbare Reichtümer. Und ein neues Outfit. Ein Santa Claus Outfit, wie es so aussieht. Hab ansonsten nichts für dich. Meister der Schleifsteine würde sich eigentlich lohnen. Weil da kriege ich diesen goldenen Schleifstein und den sehe ich eigentlich als richtig praktisch an. Im Prinzip muss ich den Schleifstein nutzen, um die Waffen einmal zu boosten, bevor ich damit angreife. Ich mache die Stachelgruft mal zur Abwechslung. Wenn ich mit der Krypta immer gute Erfahrungen gemacht habe, ist alles eigentlich Müll. Ich nehme die Lederstiefel mal weg und nehme die Windmühle mit. Gehe ich jetzt nämlich hier hinten hin. So, nehme mal den Knüppel mit, das Buch. Die Windmühle und den Schwächetrank auf jeden Fall. Den Schild kannst du auch noch mitnehmen. Weil wenn ich jetzt wieder die Handschuhe, die Stiefel finde, dann habe ich es eigentlich. Vor allem ist der Schild, den ich da gerade habe, mega unpraktisch. Ist jetzt wirklich nicht unwahrscheinlich, diese Schuhe nochmal zu finden. Deswegen konnte ich die ruhig gerade wegwerfen.
Okay, du hast viel Power. Aber das habe ich auch. Tot. Glückstrank kann ich beim nächsten Kampf direkt nutzen. Bisschen mehr Abwehr. Und eine Dornenrose muss ich noch mitbringen. Den nutze ich instant. Ich konzentriere mich erst auf den da. Weil dann greift er auch nicht an. Der andere ist ein Witz. Wasserflasche? Die habe ich auch noch nie gehabt. Mal mitnehmen. Notfallschild. Guck, da sind meine Schuhe auch direkt wieder. So, nimm das hier. Zwar ein paar Felder weniger in die Richtung, aber ich glaube, das ist trotzdem wesentlich mehr Abwehr. Damit kann ich mir wesentlich mehr Energie geben. Das hebe ich mir für den Boss auf. Zumindest das, den Hauptteil davon. So, du kommst nicht zum Angreifen. Tschüss. Oh, noch ein Dolch. Noch ein Knüppel. Gut, wäre besser als die Rose. Weil mit dem Knüppel kann ich Waffen herstellen. Der ganz hinten hat eh einmal ausweichen. So, ganz hinten greift gerade nicht an. Ich hau tatsächlich einmal mit dem Knüppel drauf, damit er weniger Damage macht. Und dann töte ich ihn hier. Knüppel hätte ich mir schenken können, offenbar. Ja, sicher, ich will noch einen linken Handschuh. Ja, sicher. Da nehme ich mir drei Plätze. Dann macht der Handschuh auch wesentlich mehr. Das brauche ich hier. Dann kann ich mit denen doppelt angreifen. Ich weiß, ich brauche einmal Baumaterial, aber das kann ich mir trotzdem nicht mitnehmen. Nehme den Gifttank noch mit. Den Dartfall. Habe ich sonst irgendwas? Nimm den Dartfall. Dafür kriege ich einen Schwächetrank. Oh. Die schwere Klinge. Unnütz. Das brauche ich einmal.
Dafür werfe ich auch einen Würfel weg. Das ist nicht weiter schlimm. So, mal gucken, was die Kisten anzubieten haben. Nichts Geiles. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Ist auch wieder ein richtig geiler Run gerade. Alter, der Laden einfach instant neben mir. So, direkt genutzt. Ich block mehr als genügend ab. Töte den da hinten mal. Stimmt ja eigentlich. Eigentlich will ich eins übrig lassen. Kann ich mit denen allen einmal angreifen, den nutzen. Und dann kann ich mit allen drei nochmal angreifen. Das ist richtig geil. Unglaublich, dass man die Dolche auch so gut nutzen kann. Das hätte ich echt nicht gedacht. Hey, komm, brauche ich nicht. Ich habe den hier. Der ist wesentlich besser. Aber ich nehme das hier einmal. Komm, dann nehme ich den Schleifstein doch noch mit. Weil ich habe ja den Laden hier neben mir. Und da kann ich es ja instant verkaufen. Bräuchte noch mal einen Shuriken. Alter, mit der Kohle zusammen ist das ein ultra starkes Set. Regenerationstank. Das ist das Wertvollste. Und ganz ehrlich, gebe ich auch eigentlich eher instant beim Laden ab. Ja, kopiere jetzt mal was. Oh, ich kann auch mal eine Rose mitnehmen. Die Hymne wäre zwar auch schön, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Das denn? Nee, hab keinen Zauberstab, nützt mir nichts. Tot. Ich hätte nicht gedacht, dass die Deutsche in so einem Set so extrem sind. Also wenn ich so einen Schleifstein habe, ne, dann brauche ich unbedingt Deutsche ohne Ende. Vor allen Dingen, wenn ich auch noch die Kohle habe. Das ist ja so ultra OP. Vor allen Dingen, hier ist noch mal ein Dolch. Schiffmaster, carry at least 5 Schiffs, also 5 Deutsche. Alter, ich habe 5 Deutsche einfach in meinem Inventar. Brauche ich ja Schutzwand überhaupt, wenn ich überhaupt keinen Schaden nehme? Also so kann ich nochmal mehr Damage austeilen.
Einen Deutsch muss ich dann leider hier unten hinpacken, sonst kann ich den Knüppel nicht mitnehmen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ist dann halt der Billo in Deutsch. Zumindest ein Vieh weg. Und ein Level up. Ich muss die Reihe eigentlich füllen. Dass ich schön alle Deutsche in der Reihe habe. Die Kuna ist, die kann ich werfen. Was kriegen wir hier? Nichts Geiles. Aber ich kann ja einmal gratis drehen. Ich hätte ja jetzt instant mit dem Fluch gerechnet. Ja, ungefähr so. Was haben wir denn hier? Tank der dunklen Dame. Nimm den mal mit. Und ich muss ja auch ein Fluchobjekt mal mitnehmen, ne? Nimm mal das Kunai. Da krieg ich einen Schlüssel für. Nein. Kontraproduktiv. Alter, wie OP ist das einfach? Also mit dem Schleifstein lohnen sich Deutsche ungemein. Zerlege ich dann ja so hart. Brauchst ja alle anderen Waffen nicht mehr. Nimm den Anglerfisch mit. Die Kiste ist mehr wert. Ich habe volles Leben gerade. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich hoffe, dass die eine Kiste jetzt keinen Schlüssel benötigt. Da hätte ich eventuell zuerst hingehen sollen. Okay, braucht keinen Schlüssel. Gut. Und noch ein Beutel. Ja, ein Beutel. Beutel öffnen. Da kann ich Sachen drin lagern. Vom Prinzip her muss ich das wieder hier hochpacken. Und dann habe ich noch einen Deutsch in der Reihe. Alter, das ist jetzt so mega OP. Ich habe noch zwei Plätze frei. Ich gucke mal, was ich im Laden noch mitnehmen kann. Ich nehme den Rüstungstank noch mit und dann nehme ich den Glücksstern noch mit. Nee, warte, nimm das. Um Gottes Willen, du kriegst einen meiner Deutsche, am besten, hier in die Reihe. Jetzt kann ich das einmal im Zug benutzen, dann kriegen die auch noch zusätzlich Schwäche drauf. Das ist wesentlich besser als der Stern. Aufgepfiffen, dass ich einen dann nicht nochmal nutzen kann. Ist mega geil. Alter, wie OP das Zeug einfach ist.
In der Kombi. Bom, 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 bom. Du machst keinen Damage. Sag ich doch. Sag dir doch, das ist mega OP. Einfach mal den Run einfach gemacht. Ja, noch ein Deutsch. Ja, ja komm. Den nehme ich mir. Ich krieg eh keinen Damage. Stein mal mit. Der legendäre goldene Schleifstein. Alter, was für ein OP-Run. Da habe ich ja mal komplett zerlegt. Okay, ich weiß, dass ich irgendwo auf jeden Fall die Deutsche brauchte. Ich glaube... In der Taverne... Nee, in der Taverne brauche ich auf jeden Fall einen Trank. Der Schwächetrank wurde hier auf jeden Fall gebraucht. Jetzt kann ich nämlich auch ein kaltes Getränk haben. Ach, der Ausweichtrank? Okay. Wurden die Tränke direkt mit abgehakt? Brauche ich irgendwo speziell den, Heiltrank. Also den Trank, den ich gerade im Inventar habe. Ich habe so viel mitgenommen. Vor allem durch den Rucksack konnte ich nochmal richtig viel mitnehmen. Es wird nirgendwo speziell nach dem Trank gefragt. Also kann ich die Tränke ruhig hier abgeben. Ich sollte aber bei dem anderen Trank nochmal vorher sicherheitshalber gucken. Ich habe so viel mitgenommen. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so viel aus einem Run mitgenommen. Ja, nimm die 15. Heiligende Bombe viermal benutzen, entfernt alle Statuseffekte zu 100% bei allen Gegnern. Ach, werden die Tränke hier nicht mehr gebraucht? Wo brauche ich denn noch Tränke? Im Gewächshaus werden Konsum-Items benötigt. Da unten wird ein gesegneter Trank gemacht daraus. Nehmen einfach mal. Nahkampf habe ich eventuell was. Aber erstmal die zwei Deutsche. Kann ich den Gesegneten auch noch holen? Aber erst wenn ich das die Schätze dafür dann aufbringen will. Ist das ich weiß nicht, ob die Bank effizienter ist halt. Muss ich erstmal gucken, wo ich alles Sachen abgeben kann. Bei der Kaserne sollte ich doch eigentlich richtig viel gerade abgeben können. Ja, da will zum Beispiel ein Deutschen. Haben ja gerade so genügend Deutsche. Die in den Stachelknüppel. Der Morgenstern wurde auch direkt mit freigeschaltet. Ich sagte ja, einmal Fluch brauche ich, mindestens. Ungewöhnliches Zubehör. Gebe ich mal den Beutel. Nahkampf. Genau, wollte jetzt erstmal gucken, ob vielleicht eine seltene Waffe noch gebraucht wird. Hier muss nochmal ein Deutsch hin.
Nahkampf. Kannst du noch einen Dolch haben? Habe ich jetzt den Knüppel des Berserkers? Hier muss eine seltene Waffe rein. Kriegst einen Dolch von mir. Brauche ich sonst noch irgendwo Fluch oder nur hier? Also das Buch, das brauche ich eben in der Bibliothek. Beziehungsweise beim Schulhaus hier. Da brauche ich das Buch schon ewig. Habe ich die in Quest reingestopft, gerade freigeschaltet. Du kannst nur drei Items finden, die drei Felder oben in der Größe sind. Okay. Da findet man also riesige Items nur. Aber es ist nur ein Bereich dafür. Okay. Das Schulhaus ist abgeschlossen. So. Das magische Ding, das könnten wir jetzt basteln. Und zur Schmiede muss ich auch einmal. Schmiede habe ich, glaube ich, hier oben irgendwo gebaut. Das kann ich abgeben, genauso wie das. Dann habe ich den Eisenhelm zur Verfügung. Die Federkappe habe ich auch freigeschaltet. Da brauchte man generell ein Schild. Danach habe ich den ja gar nicht mehr gebraucht, als ich den abgegeben habe. Ja, ich muss, wenn, die andere Panzerung einmal mitnehmen. Hier wird jetzt nichts mehr gebraucht. Beim Gewächshaus noch. Kann auch ein Konsum-Item hin, nimm den Umschlag. Der Tischler will auch noch ein Konsum-Item. Ich finde das schön, dass die abgeschlossenen Dinger immer ganz unten sind. Sorry, ich musste niesen. So, und es gibt ja nur einen Teil, was auch den Fluch haben will. Und das war hier in der Kaserne. Davon musste ich einmal ein Fluch-Item mitbringen. Das Dumme ist, jetzt brauche ich das Schwert des Paladins auch und das ist echt kacke. Sonst noch irgendwas hier? Ach, hier will noch mal ein Dolch, den habe ich, glaube ich, gerade erst freigeschaltet dann. Ach, weil ich auch den Knüppel des Berserkers jetzt erst habe, ne? Manche Waffen schalten sich so erst frei. Könnten es ja mal so machen. Ich glaube, die Bank ist in der Hinsicht besser. Die hat einen größeren Bereich, wenn ich das richtig sehe. Ja, in der Hinsicht ist die besser. Dann kann man den Laden wahrscheinlich verkaufen. Ah, das ist der Unterschied. Wenn man bei der Bank verkauft, dann kriegt man essentiell nur das hier. Das ist der Unterschied, okay. Also ist die Bank in der Hinsicht gut, wenn ich mal wirklich nur Geld brauche. Aber man sieht, bei dem anderen habe ich dafür so 84 bekommen. Von dem hier. Eigentlich brauche ich mehr das Geld. So. Habe ich wesentlich mehr da jetzt bekommen. Und dann kann ich beim nächsten Mal hier das letzte fehlende Gebäude bauen, was ich noch brauche. Dann rede ich jetzt noch mit den Leuten. Guten Tag, ich bin Theresien als Porteteller.
Achte nicht auf mein watschendes Gehen oder das Klingeln meines Halsbands. Das ist einfach das Ergebnis davon, so viele, viele Münzen zu tragen. Ich bin sozusagen ein Experte in Finanzangelegenheiten. Kannst du mir beibringen, wie man spart? Mir scheint, ich habe nie genug Geld. Ah, mein Freund, natürlich kann ich helfen. Erlaube mir, dir das erste Werkzeug auf deiner Reise zum Reichtum anzubieten. Ein Sparschwein. Und wenn du anfängst, Geld in Haversick zu sparen, hoffe ich, der Urschau ist vorbei. Erinnere dich, junge Purse. Es gibt einen Grund, warum jeder Satz mit einem Großbuchstaben beginnt. Wir gehen alle mit einem Großbuchstaben. Okay, jetzt kann ich das Rathaus bauen. Forschungsgebäude. Town Hall, unlock the Town Hall. Vom Rathaus aus können wir alle Forschungen in der Stadt verwalten. Das hilft wirklich mit der Logistik. Ein Abenteurer wie ich macht sich nicht allzu viele Gedanken über Logistik, aber es könnte dir helfen. Natürlich ist ein Rathaus nur nützlich, wenn es wirklich das Zentrum der Stadt ist. Verbinde es mit anderen Gebäuden. Kostet mich der Feldweg was? Nutze den Pfad, um es mit der Kaserne, der Taverne und dem Schmied zu verbinden. Du kannst die Forschung für diese Gebäude direkt im Rathaus abschließen. Wie kostet mich das Scheißding? Da fehlt mir noch an dem einen Zeug. Aber der Feldweg scheint kostenlos zu sein. Oder auch nicht. Ich habe mich kurz gefreut. So, hier, du kriegst jetzt erstmal den Knüppel. Aber ich finde es ganz praktisch mit dem Rathaus. Wenn ich dann alles einmal verbinde, dann sind die Forschungsdinge alle verbunden und ich muss nicht zu jedem einzelnen hinrennen. Essen kriege ich nach wie vor hinterhergeworfen. Bräuchte mal ein bisschen was in Militärrichtung. Das Geld verwerfe ich jetzt bloß nicht. Okay. Ich habe jetzt verkauft, was verkaufbar war. Hier ist noch einer mit zum Reden. Hast du derjenige? Und diejenige, die hat. Bist du diejenige, die Harvester wieder aufbaut? Ich habe es kaum geglaubt, bis ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich habe vielleicht keinen Schwanz, aber ich bin immer noch ein Eichhörnchen. Sie nennen mich Stumpy. Ich überwache überwache alle Patrouillenaktivitäten in diesem Sektor von Auderia. Wenn jemand Hilfe braucht, ruf mich an. Ich werde sicherstellen, dass die Kasernen in Ordnung sind. Stimmt ja, ich habe hier eine Kaserne gebaut. Da ist noch jemand, der reden will. Gute Arbeit mit den Schleifsteinen. Eine Schmiede. Die Schmieden sind jetzt in Dungeons zu finden. Dort können sie Gegenstände upgraden. Du wirst einige meiner Freunde treffen. Danke, die hätte ich schon längst gern gehabt. Warte, für die brauche ich... also für die beiden, die jetzt gerade noch mit mir reden wollen, da brauche ich das magische Dingsbums und... Der will's Rathaus. Kann ich beides momentan noch nicht machen. Ich drücke auf Spiel speichern. Und sage mal, dass das jetzt für heute war. Ich glaube, ich mache Back for Q einfach generell ab sofort 3 Stunden, weil sonst habe ich echt kaum Fortschritt. Das war doch ein erfolgreicher Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Den YouTube-Zuschauern. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch natürlich. Der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Genauso umgekehrt. Und von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich wie immer an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.